Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Video für dich, was ein bisschen anders ist, denn ich werde heute ein paar Drogerie-Neuheiten mit euch zusammen testen und das bezieht sich nicht auf Make-up. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, dieses Video werde ich zusammenschneiden aus verschiedenen Teilen, denn ich kann das nicht alles zusammen an einem Tag drehen, weil ich habe auch ein paar Enthaarungsprodukte getestet, die jetzt ganz neu zum Beispiel bei Isana eingezogen sind und ja, ne? Ich würde jetzt einfach mal sagen, film ab! Hier haben wir ein Produkt, was ich gerne mit euch testen möchte. Und zwar habe ich das bei Rossmann gekauft. Das ist von Isana, die Enthaarungscreme. Aber es ist nicht irgendeine Haarungscreme. Nein, es ist die In-Dusch-Enthaarungscreme. Schnelle und einfache Haarentfernung unter der Dusche. Und man bemerke, mit Beerenduft. Ja, also im Prinzip soll man, wie es hier hinten so drauf steht, also hier oben steht das, die ganze Geschichte vor dem Duschen auftragen auf die entfettete und trockene Haut. Also quasi, ja, bevor man in die Dusche geht, trägt man sich das einfach auf die Beine auf und kann das dann unter der Dusche abspülen. Man darf es nicht länger als 10 Minuten einwirken lassen, aber es sollte irgendwie schon 4 Minuten einwirken. Das finde ich ein bisschen interessant. Also ich bin ehrlich, ich habe bereits gerade geduscht und mir gedacht, ja gut, jetzt könntest du das mal testen, ne? Mitgeliefert wird hierbei ein Schwämmchen, der besteht aus zwei verschiedenen Seiten. Da habe ich einmal diese weiche blaue Seite, mit der man dann die Creme aufträgt. Und dann haben wir hier die etwas gröbere Seite, die sich so ein bisschen anfühlt wie so ein Spülschwamm, würde ich sagen. Mit der du dann quasi unter der Dusche die Haare entfernen kannst. Ja, kommen wir zu vorher. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Dies ist mein Bein. Es ist nicht wunderschön. Also man sieht auch wirklich, ich habe echt keine schönen Beine. Und ja, es ist behaart, aber ich meine, das ist ja auch eine Haarentfernung, die wir jetzt machen wollen. Genau, ja, das sind einfach meine Beinhaare und die werden jetzt entfernt. Ich habe mir überlegt, dass ich das rechte Bein, also dieses hier, mit dem Rasierer rasieren werde oder vielmehr enthaaren werde. Und das linke Bein, ja, da werde ich die Enthaarungscreme verwenden, die In-Dusch-Enthaarungscreme, einfach um so einen Vergleich zu haben. Das heißt, auf dem linken Bein werde ich jetzt die Enthaarungscreme auftragen und das Ganze die maximale Einwirkzeit von 10 Minuten einwirken lassen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viel ich nehmen muss. Ich mache jetzt einfach mal ein so ein Ding komplett runter. Mal gucken, ob das reicht. Arbeite das dann jetzt mit der blauen Seite ganz einfach ein. Ja, es riecht angenehm nach diesem Beerenduft, das muss ich bestätigen. Okay, krass, ich brauche safe mehr. Es ist einfach viel zu wenig. Man hat trotzdem noch diesen typischen Duft von dieser Enthaarungscreme-Geschichte, den man ja immer so hat, ne? Aber man hat trotzdem noch diesen Beerenduft dabei. Also, das ist schon mal positiv. So, ich habe jetzt dreimal so eine Line gezogen, sage ich jetzt einfach mal dazu. Und ja, lasse das jetzt einfach mal einwirken. Hier steht auch nicht, wie viel man davon, einfach eine dünne Schicht, genau. Ja, dann lassen wir das Ganze mal einwirken. In der Zwischenzeit kann ich ja mein anderes Bein rasieren, oder? Ja. Das Rasurbein, sprich das rechte Bein, ist hiermit offiziell rasiert. Ja, da sind jetzt keine Härchen mehr drauf. Und ja doch, hier unten ein bisschen, da bin ich nicht gut beigekommen. Aber gut, ja, so sieht dann quasi das Ergebnis aus, wenn man es ganz normal mit einem Rasierer rasiert. Aber Leute, ganz ehrlich, ich glaube, das kennen wir alle, ne? Und ich hätte nie gedacht, dass ich euch mein Bein mal so sehr von nahem zeige. Natürlich sieht man halt die Wurzeln, ne? Das heißt, da sieht man auch die dunklen Pünktchen. Ich denke auch nicht, dass es mit der Rasiercreme verschwinden wird. Aber na, so sieht auf jeden Fall mein rasiertes Bein dann aus. Das Ganze hat ganze 2 Minuten gedauert. Und da liegt mein Rasierer. Die 10 Minuten sind nun um und jetzt werde ich mir das Kram von dem Bein runterwaschen. Das mache ich ja hier mit dieser weißen Seite, mit der etwas härteren Peeling-Seite von dem Schwamm. Und ja, also ich habe nichts gefühlt, um das mal so zu sagen. Es ist auch jetzt nicht irgendwie optisch verändert oder so. Also es ist nach wie vor so, wie es vorher war.
Leute, ich muss alle Faulen unter uns, inklusive mir selbst, jetzt einfach mal enttäuschen. Denn das hat leider überhaupt nicht funktioniert. Es sind einfach überall noch Haare auf den Beinen. Also man sieht es auch, vielleicht waren meine Haare zu lang. Vielleicht hat das Produkt auch einfach nicht funktioniert, aber das geht doch mit dem Rasierer deutlich leichter und zuverlässiger, oder? Vielleicht hätte ich das dicker auftragen sollen, vielleicht hätten die Beinhaare nicht so lang sein dürfen. Aber im Großen und Ganzen habe ich ja eigentlich recht dünne Beinhaare, also es hätte funktionieren müssen eigentlich. Leider, leider ist das bei mir Trash. Diese Lippenmaske von Isana wirkt doch auf den ersten Blick schon mal super ansprechend. You are flamazing. Ich meine, hallo, die ist mit Erdbeer- und Himbeerextrakt. Hey, nice to meet you. Bist du bereit für eine flamazing Lippenmaskenerfrischung? Meine Mission ist es, dir an warmen Tagen einen frischen Kick zu geben. Lege dich einfach kurz vor der Anwendung in den Kühlschrank. Dich vor allem, ne? Lege mich einfach kurz vor der Anwendung in den Kühlschrank. Habe ich getan. Vielleicht erinnert dich mein fruchtiger Duft an deine Lieblingseissorte oder an einen leckeren Smoothie. Lass deiner Kreativität freien Lauf und starte frisch und fruchtig in den Tag. Vergiss dabei nie, love yourself. Ja, dann lassen wir die ganze Geschichte gleich 15 bis 20 Minuten auf meinen Lippen einwirken. Das hört sich doch mal spektakulär an, oder? Na, ich weiß ja nicht. Aber wir gucken uns das einfach zusammen an. Das heißt, so sehen meine Lippen vor der Geschichte aus. Es sind Lippen, ne? Ja, für samtweiche Lippen. Eine Hydrogelmaske. Hydrogelmasken mag ich per se ganz gerne bei Gesichtsmasken oder Produkten, die ich mir so als Maske aufs Gesicht gebe. Okay, die kommt hier in einer Plastikverpackung raus. Riecht super künstlich nach Beere. Hat keinen Schlitz zum Reden, deswegen werde ich gleich nicht reden. Ich werde sie auftragen und dann lassen wir das Ganze 20 Minuten drauf. Also Leute, hat sich irgendwas verändert? Das Serum wird noch in die Lippen einmassiert. Es ist mir die ganze Zeit irgendwie echt runtergerutscht, ne? Das war ein bisschen nervig. Da musste ich immer wieder nachjustieren und so und das fand ich irgendwie über. Das musste nicht sein. Also die fühlen sich mit Feuchtigkeit versorgt an, das muss ich auf jeden Fall sagen. Jetzt auch nochmal aus dieser Perspektive. So sehen dann meine Lippen aus. Ja, die haben sich schon ein bisschen verändert, ne? Also ein bisschen Plumping-Gedöns habe ich schon gekriegt. Und Hydratisierung? Ja, also für mal geht es auf jeden Fall, aber eigentlich sind Lippenmasken jetzt nicht so lebensnotwendig, oder? Aber der Flamingo ist süß. Ja. Beim Tragen hat man übrigens nicht diesen Duft die ganze Zeit gehabt. Das hatte ich ja eigentlich gehofft, ne? Isana Feuchtigkeitstuchmaske Bubbles bei die Fische mit Wassermelone und Kokoskick. Ich bin super gespannt, also ja, ich kann gerade auf jeden Fall Feuchtigkeit gebrauchen. Es ist tatsächlich, darf man gar nicht so laut sagen, ne? 1:30 nachts. Ja, aber es ist Freitag und irgendwie bin ich auch noch gar nicht müde und so und ich war duschen und jetzt möchte ich mir eine Maske aufsetzen. Das ist eine aufschäumende Maske, glaube ich. Oder ist es einfach nur eine Tuchmaske? Ich bin da sehr, sehr gespannt, weil wenn da Bubbles bei die Fische steht, würde ich jetzt eigentlich denken, dass sie so aufschäumt. Aber das werden wir sehen. Das Kokos riechst du Gott sei Dank nicht so intensiv. Also ich persönlich rieche da mehr die Wassermelone. Und ich glaube nicht, dass es eine schäumende Maske ist. Ich glaube, das ist einfach nur eine Tuchmaske. Die sitzt richtig, richtig gut, hat ein mega dünnes Vlies und nein, das ist keine aufschäumende Maske, ne? Sonst würde die jetzt schon anfangen zu knistern und das macht sie nicht. Die ist super angenehm, sehr kühl, wirklich cool im wahrsten Sinne des Wortes und das Ganze bleibt jetzt für 10 Minuten drauf. 10 Minuten sind vorbei und jetzt nehmen wir mal die Maske einfach ab. Also die ist noch richtig krass getränkt mit Feuchtigkeit, das ist echt Wahnsinn und jetzt verteile ich das restliche Serum einfach mal so ein bisschen in meinem Gesicht.
Es zieht einfach noch nicht komplett ein. Also man hat immer noch so einen leicht klebrigen Film auf der Haut. Was ich aber nicht schlimm finde, weil ich verwende Tuchmasken oder Masken allgemein ja auch gerne so als Alternative zu einem Gesichtsserum. Ne? Das heißt, jetzt abends, nachts, werde ich mir gleich noch eben kurz eine Creme drüber geben. Da habe ich hier neben euch stehen von Beauty Mates diese hier. Und die verwende ich nämlich aktuell. Da verwende ich dann normalerweise auch die beiden Serien zusammen mit dabei. Aber ja. Jetzt habe ich ja die Maske drauf gemacht, deswegen brauche ich kein extra Serum. Genau, so spart man sich dann auch das Serum. Ich finde schon, dass meine Haut so ein bisschen mit Feuchtigkeit versorgt aussieht, ein bisschen aufgepolstert und schon gut. Also sie glänzt nicht, nee, das auf gar keinen Fall. Ich finde schon, dass es mattiert aussieht, aber es hat sich gut angefühlt. Und Gott sei Dank auch nicht so sehr nach Kokos gerochen, sondern eher nach Wassermelone. Das fand ich cool. Man merkt echt, dass jetzt gerade Sommer ist, ne? Weil die ganzen Haarentfernungsprodukte, die sprießen ja nur so aus den Drogeriemärkten. Ich habe hier von Isana den Warmwachs Roll-On, den ich jetzt mit euch mal zusammen testen möchte. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Da muss man zunächst einmal dieses Warmwachs nehmen, was hier ist, den Pinöppel oben entfernen, dann für 20 Sekunden in die Mikrowelle oder in ein Wasserbad oder so. Dann kommt nachher dieses Vieh hier drauf. Und dann soll das über die Beine geführt werden. Und dann können wir uns die Fließstreifen nehmen. Da steht drauf, dass sie wiederverwendbar sind. Da sind 10 wiederverwendbare Fließstreifen drin. Ich bin gespannt, inwiefern man die wiederverwenden kann. Ganz ehrlich, wenn da Haare und Wachs und so drauf ist. Naja, aber hier ist auch so eine wundervolle Gebrauchsanweisung mit bei, Leute, ganz ehrlich. Ne? 20 Sekunden. 800 Watt. Und eine Minute in der Mikrowelle stehen lassen und warten. Wir gucken mal. Riecht schon mal ganz angenehm, muss ich gestehen. Also wirklich angenehm beerig nach diesen Himbeeren, was da drauf abgebildet ist. Als nächstes soll man dann den Deckel davon nehmen und den hier drauf schrauben. Und vor allem muss man darauf achten, dass das Ganze dann auch fest drauf ist. Ich hoffe. Hört sich so an. Ich meine, dieses Ding, das braucht man nicht. Ne? Das braucht man wahrscheinlich nachher, wenn das auch befeuchtet ist. Hier haben wir dann die Rolle. Und dann dürfen wir das jetzt auf die Beinhaare machen. Es fühlt sich hier unten recht handwarm an und hier oben wird es halt richtig, richtig heiß. Herzlich willkommen, hier haben wir mal wieder meine Beine. Das Ding bei meinen Beinen jetzt gerade ist, dass ich eine Jeans heute anhatte und deswegen hat sich das hier so ein bisschen abgesetzt. Ja, lassen wir uns nicht dran irritieren. Und wie wir sehen, sehen wir auf jeden Fall Beinhaare. Da, ne? Sollte man ja irgendwie 3 bis 5 mm lange Beinhaare haben. Und ich würde jetzt einfach mal ganz stark behaupten, habe ich. Die Fließstreifen sind halt wirklich einfach so dünne Papierstreifen. Ne? Da ist nichts Spektakuläres dran. Jo. Man nehme ein Bein. Man nehme so einen Roller, der hier übrigens auch oben so schräg abgeschrägt ist. Das Kram macht man dann in Wuchsrichtung aufs Bein. Okay, man sollte natürlich keine irritierte Haut haben oder so. Jetzt einfach drauf. Okay, da kommt gleich was hoffentlich. Ja, okay, eine dünne Schicht. Oh mein Gott, das ist ja echt warm. Ja, 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 ja. Dann kommt dieses Ding hier drauf. Fest andrücken. Und dann abziehen. Oh, das tat überhaupt nicht weh. Und es sind ordentlich Haare abgekommen. Meine Damen und Herren, was soll ich euch dazu sagen? Das sieht gut aus. Seht ihr da? Ja, ich sehe ein bisschen was. Muss ich natürlich ein paar Mal öfter drüber gehen. Aber ich mache jetzt erstmal so weiter. Cool, das ist schon mal ein guter erster Eindruck. Übrigens, bitte Props an meine Clogs. Das sind keine echten Clogs, aber sie sind bequem. Ja klar, dass das Wachs irgendwann wieder hart wird, habe ich mir schon gedacht. Aber nach nur 10 Minuten, naja, da bin ich noch nicht mal mit einem Bein fertig. Das ist echt Wahnsinn. Also ja, es war jetzt nicht irgendwie schmerzhaft oder so, aber ich meine, ne, ich habe da überall noch feine Sachen. Und vor allem,
Hier so, wo meine Haare jetzt nicht unbedingt gerade runter wachsen, sondern eher so seitlich wachsen, sieht es aus, wie es aussieht. Ne? Also da hat man, ich werd safe meine Haare noch hier, meine Beine noch rasieren. Ich muss wirklich sagen, dass dieses Produkt jetzt auch bei mir tatsächlich nicht unbedingt punkten konnte. In der ersten Anwendung, ja, guck mal hier, so viel habe ich tatsächlich jetzt verbraucht und ich bin noch nicht mal mit einem Bein fertig, das finde ich krass. Aber gut, und ich habe halt einen Fließstreifen hier auch entsprechend benutzt und da ist jetzt auch ja, ziemlich viel Wachs und Beinhaare drauf. Yay! Würde ich das empfehlen? Nicht wirklich, denn nach 5 Minuten kriegst du hier oben einfach kein Produkt mehr raus. Das ist schade, das ist, also 10 Minuten, Entschuldigung, aber kriegst du nicht. Und das ist mir einfach zu schnell dann kalt geworden. Dann doch lieber professionell machen lassen, oder? Oder selber rasieren. Ja, nicht alles war sinnvoll, was ich hier getestet habe. Aber manches war dann schon ganz interessant, ne? Aber es war jetzt nichts dabei, wo ich sage, wow, die Neuentdeckung des Jahrtausends. Also, weiß ich nicht. Also, manchmal ist es ganz witzig, wenn man diese Neuentdeckung einfach mal testet. Ne, wenn sie fancy im Regal stehen, es einfach mal ausprobiert, aber ich muss gestehen, dass es dann nicht immer sinnvoll ist. Es sieht manchmal einfach nur witzig aus oder hört sich witzig an. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt einfach mal unten in die Kommentare rein, welches Produkt ihr am coolsten fandet, welches ihr vielleicht auch schon habt, wo ihr vielleicht das Produkt anders angewendet habt und wo ich einfach einen Fail hatte aufgrund von ich habe es falsch angewendet. Also, ne, ich bin offen für konstruktive Kritik, um das einfach mal dann anders anzuwenden, weil ich habe die Produkte ja noch hier, bis auf die Masken natürlich, die, ne, kann ich nicht nochmal verwenden, aber vor allem die Enthaarungsprodukte. Würde mich auch total interessieren, ob ihr die vielleicht auch schon selber verwendet habt, ob ihr irgendwas interessant fandet, ob ihr jetzt irgendetwas nachkaufen würdet oder sagt, nee, gut, dass du mich davor gewarnt hast, ist nichts für mich. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Claudi testet alles Videos. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!